Der Stirling-Motor, eine sehr interessante, pfiffige Erfindung, wie das Ding funktioniert, hier in diesem Video. Wie immer schauen wir uns zuerst die Geschichte bzw. den Erfinder an. Das ist Reverend Robert Stirling, ein schottischer Pastor, der Erfinder des nach ihm benannten Stirling-Motors. Das ist eine im Jahre 1816 entwickelte Wärmekraftmaschine. Was ist also eine Wärmekraftmaschine? Es ist eine Maschine, die Wärme in mechanische Energie umwandelt. Dabei nutzt sie das Bestreben von Wärme aus von einem Gebiet mit höherer Temperatur zu einem Gebiet mit niedrigerer Temperatur zu fließen. Der Stirling-Motor ist ein in sich geschlossenes System, bestehend aus zwei Kolben, die untereinander verbunden sind. In dem hier roten Kolben wird das Gas erwärmt und expandiert, im blauen Kolben wird es entsprechend abgekühlt und komprimiert. Dabei pendelt das Gas zwischen den Kolben und wechselt dabei Temperatur und Druck. Das Ganze ist ein Kreisprozess. Schauen wir uns diesen Kreisprozess oder auch Stirling-Prozess genannt im PV-Diagramm genauer an. Das ist ein Diagramm, auf dem auf der X-Achse das Volumen und auf der Y-Achse der Druck aufgetragen sind. Dazu habe ich Situation 1, Situation 2, Situation 3 und Situation 4 auf der linken Seite. Das Ganze oder dieser Kreisprozess beginnt bei der Nummer 1 und wir schauen uns jetzt zwischen Situation 1 und Situation 2 das Ganze an. Da wird im Prinzip Wärme zugeführt und was ich erhalte, ist eine isotherme Expansion. Isotherm heißt bei gleichbleibender Temperatur. Das heißt, die Wärme wird nicht dazu genutzt, um das zu erhitzen, das Gas, sondern um es zu expandieren. So, das expandierte Gas wird dann zwischen Situation 2 und Situation 3 verschoben. Das heißt, von dem roten in den blauen Zylinder sozusagen geschoben. Zwischen Situation 3 und Situation 4 habe ich wieder eine Isotherme, aber diesmal eine Kompression. Das heißt, es wird etwas Wärme frei, aber nicht so viel, wie reingesteckt worden ist. Zwischen Situation 4 und Situation 1 habe ich wieder eine Isochore. Das heißt, hier wird wieder Wärme verschoben, und zwar diesmal von dem blauen in den roten Zylinder. Und damit bin ich wieder am Anfang des Ganzen. Und hier sieht man sehr schön, es wird mehr Wärme hineingesteckt, als rauskommt. Und wo ist die Wärme hin? Naja, das ist die Fläche in diesem PV-Diagramm. Die Fläche ist nichts anderes als die mechanische Arbeit, die das Teil leistet. Hier haben wir einen Stirling-Motor. Und jetzt will ich mal gucken, ob ich den zum Laufen kriege, indem ich hier dieses Ende erhitze. Dazu habe ich hier so einen Brenner. Der funktioniert mit Alkohol. Und so. Schauen wir mal. So, jetzt nicht zu doll erhitzen. Ja. Ja.
Und da läuft er. Der Stirling-Motor. Ja, und wenn ich jetzt den Alkoholbrenner ausmache und die Wärmezufuhr fehlt, bleibt er stehen. Das ist der Stirling-Motor.